stark auf dieses Game gefreut habe. Die haben, ich weiß nicht, vielleicht muss ich es mal neu runterladen. Ich probiere es vielleicht einmal nochmal aufzunehmen. Was weißt du? Ja, super Nachbar, dass da mitstreitest drüber. Aber da hat es hin und wieder Danke. Rückkehr gegeben und da wart ihr Wir lieber. schulden Ihnen was. Bei uns ist es nicht sicher. Aber heftige, im Video und Als im würde ich Gameplay. einen Verletzten aus dem Haus jagen. Ich habe mich schon so dermaßen gefreut, aber na, ich hab mich urgefreut schon drauf. Wollte ja gerne schon davor Let's Playen, weißt. Elmira, wir müssen Eris befreien. Nicht schon wieder das. In einem geheimen Labor macht Shinra Tests an Menschen. Ich kenne Shinra besser als Sie. Und ich glaube nicht, dass Sie Eris nur Fragen stellen wollen. Sie würden die letzte Nachkommen des alten Volks niemals lebend gehen lassen. Die Experimente leitet ein Mann, dem Menschen Leben egal Schluss sind. damit! Aber... Ich brauche etwas Zeit zum Nachdenken. Sicher seid ihr erschöpft. Wir sollten uns alle ein wenig ausruhen. Bin ich aber gespannt. Finde aber nur interessant, was nicht eigentlich auf der linken Seite, wo sie geschlafen haben, nicht auf der rechten. Ja, vielleicht haben sie sich doch gehabt, ja, wir scheißen drauf und jetzt habe ich da noch immer nicht einige. Na, geh scheißen. Ja, ich gehe einfach mal auf. Gehen wir mal auf. Bin gespannt. Ah, es kann aber auch sein, dass der tiefer schlaft. Kann gut möglich sein. Kann wirklich gut möglich sein, ob das da ein bisschen herumschläft. Aber, nehme ja sowieso an. Aber wirklich, links war ja doch dort, wo es geschlafen hat. Ja, ist ja eigentlich wurscht. Ist ja wurscht. Vielleicht haben sie einfach gesagt gehabt, na, du, ich würde gern in dem Zimmer schlafen und du dort und passt schon. Sollten definitiv Kühlschrank schauen. Definitiv. Wenn wir schon hier sind, wenn wir schon sich was wegsnacken können, dann definitiv. Na moin. Einfach Kühlschrank leer räumen. Allein schon, hallo, der Große. Der Große. Der müsste ja alles wegfuttern. Für die schmächtige junge Frau, natürlich auch der Sack. Aber weißt du, was ich meine? Ne, jetzt bin ich aber gespannt. Oh, Kuss. Ah. Schön, wie er setzt. Mach ich mal den ersten Schritt, Digi. Blumen, hallo, auch noch. Schön romantisch. Blumenwiese. Kannst du nicht schlafen? Du auch nicht? Hatte Schritte gehört. Oh, hab ich dich geweckt? Soldaten schlafen nicht tief. Diese Blume damals hattest du also von Eris. Ich wusste doch, da stimmt was nicht, dass du mir eine Blume gibst. Pudel, tu dir da irgendwie ausreden. Wiedersehen, nicht wahr? Ich habe extra nachgeschlagen. Ich hatte mich so über diese Blume gefreut. Und jetzt ist sie auch verschwunden. Mein Zuhause. Die Bar. Alles weg. Na komm, gib dir jetzt einen Ruck. Ha. Na komm, jetzt tu da nicht so auf Eis kalt, jetzt tu wenigstens was.
Komm. Ja, na schau. Ja, geht ja doch. Und jetzt ganz fest klammern, damit sie Bubis merkst. Na. Ah, geht doch. Gott sei Dank. Geht doch, Digit. Er zeigt endlich mal was. Ich weiß ganz genau, da wollte das was spielen. So ein Wichser. Die hat, glaube ich, die Chance ausgenutzt. Hab's genau gewusst. Wenn es dir hilft. Danke. Ich hab's genau gewusst. Genau, der Wichser kann man nichts verheimlichen. Alter! Was so safe. Sagen Sie mir, wenn es etwas gibt, was ich für Sie tun kann. In Zeiten der Not hilft man sich. Elmira? Ich habe darüber nachgedacht. Ich glaube, sie ruft mich. Deshalb... Cloud hat recht. Aris braucht uns. Ich will ihr helfen. Wir sind Freunde. Ich habe es immer verdrängt. Ich wusste, dass dieser Tag irgendwann kommen würde. Und trotzdem. Bitte, rettet meine Tochter. Lenchen. Gehst du weg? Es tut mir leid. Du musst jetzt tapfer sein. Ich würde so gern bei dir bleiben. Wirklich. Aber Papa wird gebraucht. Alter, ich kann ihn nicht ernst nehmen, Alter. Mit so einem kleinen Kind und mit das der Wuffen in der Seiten, Alter. Bist du eppert. Kriegst du wieder ganz Körper. Gegen diese Bösewichte. Guckt euch so ein Vergleich, das wäre so leiern. Die Menschen in den Slums vor ihnen beschützen. Ja, na, okay, ja, wenn der Schädel nicht weh, aber trotzdem, Alter. Es geht was so. Schön aufwachsen. Darum muss ich gehen. Das Mädchen, das dich gerettet hat, braucht jetzt nämlich unsere Hilfe. Schließlich muss ich mich auch noch bedanken, nicht wahr? Weißt du, dieses Mädchen... Ja? Geh ihr helfen. Das mache ich. Du kommst zurück, oder? Klar, wie der Wind. Gut. Ich warte hier. Sie versteht das. Los! Machen wir Shinra die Hölle heiß! Vergiss nicht, warum wir gehen. Schon klar. Wir gehen, um Aris zu retten. Geht mal dann wieder? Sag mal, in die Höhle? Wie sollen wir denn auf die Platte kommen? Okay, einmal Informationen. Interessant, interessant. Erstmal die Informationen. Völlig ausgeschlossen. Schrittzähler? Zustand können wir alle. Für was brauchen wir einen Schrittzähler? Für was? Hä? Okay, also.
Okay. Probier es mal aus. Probieren wir es einfach mal beinahe aus. Gespannt. Schrittzähler. Bekannten Routen und Wege vergessen. Spannend. Was schlägst du dann vor? Kennt einer von euch einen Geheimweg? Wir nicht, aber jemand anders garantiert. Corneo. Für was brauchen wir jetzt einen Geheimweg? Für was? Wir können ja auch einfach den gleichen Weg wie vorher nehmen, oder? Oder ist das plötzlich nicht machbar? Ah, na schau, es hat ja geheißen, wir sollen da mal eine. Jetzt schauen wir sie mal da um. Können wir entweder mit irgendwem reden oder es gibt was Sammelbares. Oh, immerhin. War nett, dass wir herumspazieren dürfen. Äther. Scheiß fucking Äther. Nur für scheiß fucking Äther soll ich da reingehen? Na leck mir am Arsch. Äther kann ich mir auch so besuchen. So ein Wichser. Muss ja doch gehabt, da kommt schon wieder motherfucking Champion Item etc. Na, ein Spuck. Bucke in die Fresse gibt's. Aber ist ja wurscht. Würde mal sagen, schauen wir mal sicher mal um. Vielleicht gibt's ja mal wieder was Neues, was? Achso, Zerstörung. Ah, Barrieredurchbruch. Nichts. Materia kann bei einer Katastrophe den Unterschied ausmachen. Wo ist denn eigentlich unser Ding hier? Wo ist denn der hin? Jetzt sind wir so brav geschockt, weißt du, was ich meine? Alle mal herhören! Ach, die wird woanders sein. Ah, gehen wir mal zu derer. Unglaubliche Neuigkeiten für euch aufgetrieben. Zerstörungswut hat die Gruppierung Avalanche. Reaktor 1, 5 und dann auch noch 7 in die Luft gejagt. Doch diese möchtegern Ökokriege haben keinen blassen Dunst von Sprengsätzen. Das Ergebnis? Sektor 7 in Trümmern. Außerdem hängen diese Verbrecher nuckelnd am Geldbeutel von Wutai. Die edlen Ziele, die sie vorgeben, sind eine billige Fassade. In Wirklichkeit sind sie nur Handlanger. Geschickt von Wutai, um einen neuen Krieg anzuzetteln. Jetzt wisst ihr es. Das waren die neuesten Neuigkeiten frisch von der Platte. Macht 5 Gil. 5 Gil macht das. Ist das wahr? Hinter all dem steckt eigentlich Wutai? Diese Schweine, die wollen doch nur unser Marco. Bricht jetzt etwa wieder Krieg aus? Wir müssen uns gegen... Singen von Maya, super, super. So gärzig sehe. Wir arbeiten nicht für Wutai. Wenigstens diese Lüge muss ich klarstellen. Denkst du, das interessiert die? Das... uns überhaupt noch jemand zuhört? Nein. Tifa, hör mal. Wir müssen nichts bereuen, was wir getan haben. Uns bleibt nur eins, unbeirrt weiterzumachen wie bisher. Komme, was wolle, das Feuer in uns brennt weiter. Ja, aber sieh dich um. Nicht nur nach vorne. Sieh dich richtig um. Barrett, wach auf. Die Leute haben Angst. Fünf Kill, fünf Kill. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Muss ich da, sollte ich da jetzt überall mal kurz hinschauen oder wie oder was ist der jetzt? Huch! Oh, da gibt's einiges. Bist du narrisch? Da war einmal alles abgeschlossen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Aber da, ja, da gibt's definitiv was. Ja, da muss ich definitiv trainieren. Aber egal, 5 Kill macht es, 5 Kill. Schauen wir mal kurz da rein. Na, wie super. Na, heute nichts, interessiert mich nicht. Aber dafür, der Digi ist wieder da. Na, schau. Ich bin dir jedes Mal sehr dankbar für deine Unterstützung.
Und? Aber jetzt geht das schon was Neues haben, oder? Ich konnte wieder neue Materie entwickeln. Na, immerhin. Immerhin. Luftmagn... ATP-Schock ist... Ja, okay. Effizientes Bocken erlitten, Schaden mit Blocken leicht verringert. Okay, 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 okay. Brauchen wir was? Wie schaut's denn? Der hat nur immer das. Nur das. Cloud, ich habe einen Kampfbericht für eine neue Beschwörermateria erstellt. Besiege die Esper, um die Materia zu vervollständigen. Cloud, ich würde mich sehr freuen, wenn du mich auch weiterhin unterstützt. Erzähl's.